Ja, es ist schade. Also der Angriff auf den Tempel eben kam definitiv noch zu früh. Aber ansonsten hatten wir es echt erstaunlich gut im Griff. Aber Stufe 8 Wächter sind halt auch enorm stark. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Eure Geschöpfe werden verhungern, wenn ihr ihnen keine Hühnerfarm baut. Ja, meine Geschöpfe müssen da halt jetzt mal gerade durch. Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. So. Das sind die Grundgebäude. Dann, wie gesagt, das hier wird der Kerker. Ja. Brava, M. Hat sofort kapiert, was ich von ihm will. Helden getötet, neu. Jo. Das hier ist dasselbe wie eben. Also im Moment hängt es wieder ein bisschen. Was machen die denn? Hallo, Imps. Wo hängt das? Ich glaube, die Schatzkammer ist zu klein. Gut. Sollte jetzt dann aber mal langen. Und dann natürlich noch zu diesem Portal. Okay. Es könnte halt wirklich mal alles ein kleines bisschen zügiger vorangehen. Da hätte ich nichts dagegen. Kleines optisches Mankerl. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Friedhof. Ja, Imps nicht gucken und wieder weggehen, sondern graben. Ja. Ja, was machen. Sag mal. Als ob die Schatzkammer voll wäre. Was machen die denn? Und dann werden wir gleich wieder überrannt. So. Eigentlich sollte das die Bibliothek werden, dann machen wir Ihr da jetzt erbeutet ein Portal. Aber das Dings draus, damit wir nämlich dann die Fallen bauen können. Die sind nämlich enorm wichtig fürs weitere Vorankommen. Gut, die Salamander sind schon kräftig am Trainieren. Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Eine von neue Spezies ist in Earth's Dungeon gekommen. deutlich flüssiger lief.
Aber ich glaube, die Imps brauchen auch einfach mal eine Tracht Prügel. Was haben wir? Ja, hör auf. So, einen Teufel holen wir mal ab, großzügigerweise. Die Imps kommen aber auch einfach nicht vom Fleck. Grad. Jetzt reiß doch bitte, danke. So. Und jetzt möchte ich, dass das Ding hier ausgehoben wird. Auf. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Kerker und Frito schaffen nämlich auch nochmal Platz in der Schatzkammer. Oh weia, oh weia, oh weia. Gehen wir mal ein bisschen runter mit. So, jetzt kommen wir der Sache so langsam näher. Okay. Neuer Imp. Zwei neue Imps. Unbeschäftigt, das glauben die aber auch nur. Okay, wir haben die feindlichen Imps gefunden. Jetzt schon. Hier angetreten. Der ist noch nicht auf unserem Territorium, der Troll da aber. Hier, schaffe! Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ihr erbeutet ein Portal. Finde ich gut. So, Blau ist erstmal zurückgetrieben wieder. Euer Kerker ist zu klein. Ja, ich kann's doch nicht Einer ändern. Eurer Imps kann euch sehr gut nachmachen. Sogar die Sache mit den Ohren kriegt er hin. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz Ach so, zum Schlafen hat. Achso, euer Kerker ist zu klein. Ja, 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 Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So.
Genau deswegen wird jetzt doch mal ein größerer Kerker gemacht. Und alle weg. So. Und angreifen. Alle Imps noch am Leben, jo. Weiter so, immer weiter so. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Gefangennahme 1. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Wieso alle hier sofort zu Vampir, zu Skeletten werden? Und was ist jetzt hier überhaupt, Sarah? Hallo? Haben wir da jetzt hier den Nachteil wegen der Enge oder was? Ja, auf. Das muss hier weiterlaufen. Action. Gut. Der Blaue gibt auch einfach keine Ruhe. So, ein neuer Imp. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ja, hallo! Gut. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Hua! Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Helden getötet. 3, ja. Läuft doch. Gut. Jetzt kommen wir der Sache doch langsam mal näher. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Danke. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Das ist natürlich auch das ein oder andere Skelett. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Und wir brauchen einen größeren Friedhof. Eieieiei, was eine Arbeit, Leute, gerade. Und die Gegner sind halt auch extrem stark. Also, was anderes zu sagen wäre blauäugig. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Jetzt. Leg den scheiß Zauberer. Gut. So, und dann alle Geschöpfe Rückzug. Und Imsa. Hier abholen. Du auch. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So, mein nächstes Problem sind die Herrschaften hier.
Oh Mann, der Wahnsinn.